endlich mal lang ersehnt. Ja, wir haben lange darauf gewartet, das Zimmer von iCrimex an, das Gaming-Zimmer. 50.000 Euro hat er ausgegeben. Das ist ungefähr so viel, wie ich auch ausgegeben habe. No flex an der Stelle natürlich. Ja, so ein geiles Studio kostet Geld. Akustik, Mikrofon, Computer, Möbel, Licht. Das ist alles so unglaublich teuer. Ich würde sagen, wir schauen mal rein. Monte hat 150.000 mehr ausgegeben. Ja, Digga, Monte ist auch eine andere Hausnummer als iCrimex und ich. Das muss man an der Stelle mal sagen. Hey Leute, iCrimex hier, was... Digga, schrei mich doch nicht so an, Max. Schrei mich doch nicht so an, komm. Ich bin Paul Berger. Heute darf ich euch mal zu einem sehr besonderen Video auf meinem Kanal. Okay, ich bin gespannt. Ja, wir machen doch ein bisschen lauter. Auf das ich schon sehr lange gewartet habe und ich mich natürlich auch schon sehr darauf gefreut habe. Geil. Weil ich mein neues Game... Ich finde Max, wie er immer so redet und auch gestikuliert, übertrieben chillig, Digga. Gamingzimmer zu zeigen, es wird eine komplette Roomtour geben. Ich werde euch jede Ecke zeigen. Geil. Und ich will wirklich jede Ecke sehen. Sagen, jede Ecke jetzt. Mit dem Ergebnis, es war monatelange Arbeit. Viele Handwerker haben an diesem Zimmer mitgearbeitet. Mhm. Auf jeden Fall auch Gruß geht raus an meine Handwerker, Tim, mir Vater. Gruß geht raus an die Handwerker. Wie der Ehrenbruder Seifi, der bei Monte gestritten hat. Ich will noch sagen, hier wird jetzt irgendwie Dauerwerbesendung oder sowas eingeblendet. Nicht, weil hier eine bezahlte Werbung mit drin ist. Aha. Einfach aus dem Grund, weil hier extrem viele Marken oder irgendwelche Produkte zu sehen sind, ist halt einfach so. Und ja, Leute, ich würde ist sagen, besser, ist besser so. Ist besser so, Bro. Ihr das Zimmer findet. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal direkt. Hier könnt chillig, Digga. Hier hängt mein alter Playbutton, der 100.000 oh, so süß. Playbutton von meinem süßer Playbutton, süß. Die anderen, mit Silber noch, Digga. Dann bei der fertigen Haus zu sehen. Aber ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lang, wir gehen rein. Wir gehen rein. Boah, Digga, ja, Memo. Ich würde sagen, wir starten hier bei dem das finde ich wirklich insane geil mit den Fernsehern. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ganz, 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 ganz wild. Mach mal direkt mit. Ist der kaputt? Oh nein, Max, sag mir nicht, dass der kaputt ist, bitte. Dem Highlight und das auf jeden Fall hier, diese Bildschirmwand. Ja, ich glaube, muss man nicht viel dazu sagen. Ich wollte auf jeden Fall bei meinem Gamingzimmer etwas haben, was sonst keiner hat. Ich wollte was Einzigartiges. Ist eine geile Idee. Kleiner Funfact, es war ursprünglich geplant, dass hier komplett ein Sternenhimmel reingezogen wird. Aha. Aber da war Monte dann ein bisschen schneller, als ich gesehen habe, dass er aus dem Sternenhimmel drin hat. Schade, Bro. Wollte ich mir noch was anderes überlegen. Und mein Fatih, der macht öfter mal diese Tipico-Filialen. Und der hatte dann die Idee, dass wir hier einfach komplett diese Bildschirme einbauen, wie das zum Beispiel geil bei diesen Tipico-Filialen ist. Das sind Paper Heart, danke schön, Bro, für den Sub-Kuss. Vielen Dank. Extrem dünnen Rand und die kalibrieren sich so miteinander. Ich glaube, da kann man irgendwie bis zu 250 Stück anschließen. Ja, der Bruder hat sich hier unten nicht kalibriert, würde ich sagen. Was ist denn da los? Das sind jetzt Aquarium auf Wish, Digga. Das ist teurer als ein normales Aquarium gefühlt. Das sind 40 Zoll oder so groß. Und ja, also ich würde sagen, da haben wir auf jeden Fall was ganz Einzigartiges. Ich würde, also... Nee, kein Bock? Okay, lass dann hau ab. Lügen. Verbessert mich gerne in den Kommentaren, wenn es nicht so ist. Aber ich glaube, ich bin der einzige Streamer oder YouTuber weltweit, der einfach eine Bildschirmwand hinter sich hat. So. Ich mach das dir jetzt nach. Ich werde mir eine riesige Leinwand hinter uns machen. What the fuck? Das ist schon ganz anders. Da die Justin lacht am Start. Und zwar natürlich sind ja auch komplett LED-Leisten außenrum. Klares so wie, Ding. LED-Leisten hier auf dem Boden. Geil, geil. Dann haben wir hier noch so ein Sofa stehen. Nothing special. Ich wollte einfach irgendwas haben, wo so Freunde, YouTube-Kollegen, wenn die zu Besuch sind, irgendwie im Hintergrund schauen können. Dachte ich mir, stelle ich hier so ein Sofa hin. Dann hier in der Ecke habe ich noch so ein Ventilator stehen. Und ein Feuerlöcher, Digga. Warum das denn? Weiß nicht, werde ich wahrscheinlich nicht brauchen, weil die auch eine Klimaanlage eingebaut ist, aber ich habe den trotzdem einfach mal dahin hingestellt. Und ganz wichtig, Leute, ein Feuerlöcher ist auch am Start. Der ein oder andere hat es ja vielleicht schon mal mitbekommen, bei Standardskill hat ja mal irgendwie der PC angefangen zu brennen. Und ach, what the fuck. So viel Technik und Kabel und keine Ahnung. Der Zwuckel, Digga, dankeschön für deinen Zapkuss. What the fuck, Digga, Feuerlöcher. Ja, mit CH. Feuerlöcher. Feuerlöcher. Tisch, Fisch. Löscher. Feuer, Löscher, Lösch. Ach, fickt euch. Natürlich vorbereitet, auch wenn ich natürlich hoffe, dass ich den Feuerlöscher nie benutzen muss. Als nächstes würde ich sagen, machen wir hier mit der Wand weiter. Diese Wand. Die ist geil ausgebaut. Kannst du mal kurz rüberfilmen, genau. Hinter der Kamera übrigens gerade meine Schwester. Das ist ganz geil. Das ist nicht also das Zimmer ist nicht riesig groß, so wie man es sich braucht. Ein riesiges Zimmer, Monte auch. Man sitzt eh nur vor seinem PC. Man sitzt nur vor seinem PC. Ich nutze diesen Bereich da vorne gar nicht. Ich sitze nie auf diesem Sofa. Ich habe auf meiner Leinwand zweimal einen Film geguckt. Einmal für ein Date damals. Das war's. Also das ist wirklich, wirklich. Also man nutzt es wirklich nicht, Leute. Ich habe nur so leinwandmäßig geflext auf einem Date damit, glaube ich. Das war's. Und sonst gucke ich mir da halt ganz selten Serien drauf an. Aber irgendwie... Also man braucht keinen Beamer und sowas. Das ist irgendwie... Man kann es doch übertreiben, wa? War das Date zumindest erfolgreich? Chat. Ich bringe das so eine Sache zu Ende, ist doch klar. Ich habe extra von meinem Trockenbauer eingebaut, damit Trockenbauer-Memo am Start. Die Verkabelung auch hinter den Wänden stattfinden. Der PC von ihm ist wild, wa? Auf jeden Fall so ein paar Regale noch drin.
nichts Besonderes. Es war ein Date mit meiner Mutter, genau. Mein eigener Fortnite-Superheld habe ich von Epic Games bekommen. Geil. Das Geburtstagsgeschenk von meinem Lamborghini bekommt man, wenn man einen Lambo hat, zum einjährigen Geburtstag von dem Wagen bekommt man sowas. Süß, wie cool. Dann hier natürlich mein Ehrensponsor Gamers Only, natürlich auch am Start, alle möglichen Geschmackssorten. Muss ich auch dazu sagen. Deutsche Monte einfach. Ich kann natürlich Gamers Only Kuss geht raus. Außer ein Sponsor wie Gamers Only ermöglicht es natürlich, dass man sich so gutes Equipment kaufen kann. Stimmt nicht, du hast genug Geld durch deine YouTube-Einnahmen, wie heißt das, Trimaxes, oder? Um für euch die bestmögliche Qualität zu liefern. Hier unten, ganz ehrlich Leute, ich habe überlegt, ob ich das hier unten so ein bisschen aufräume, aber ach, wisst ihr was, scheiß drauf. Ich mach euch da nichts vor, da unten dieses Fach ist einfach, da ist dieses ganze chillig. Krimskram drin. Wenn ich mal ein Lenkrad brauche für die GTA-Aufnahmen oder... Ja, fühle ich. Die PS4 ist mittlerweile da drin, also hier ist so ein bisschen... Monte ist Deutsch-Türke, checks Daniel. Dieses Ersatzregal. Dann Leute, kommen wir zu Daniel, meinem neuen Moll. Computer, da an dieser Stelle, Daniel. Kurz geht raus an... Benson, doch klar. An den Ehrentechniker, also da könnt ihr auch mal ein bisschen Liebe da lassen. Ich werde euch sein Instagram mal unten in der Beschreibung verlinken. Benson hat mir diesen ganz, ganz wilden PC zusammengebaut. Wirklich krank. Jason, Digga, danke für deinen Zapkuss. Ich sag euch, wie es ist. Dieser PC ist also wirklich geil. Der sieht schmackofatz aus. Nase hat mich angerufen und mich gefragt, warum ich einen PC von ihm geklaut habe. Nee, okay. Ach, da, Bro, ganz wichtig, Alter. NASA wird wahrscheinlich einen RGB-PC haben, oder? War nicht lustig, perfekt. Nein, aber da ist auf jeden Fall das Neueste vom Neuesten drin. 3090. Asche ist Pole. Lasst es, hört auf. Und ach Leute, wisst ihr was? Ich blende euch das hier einfach ein, weil ich habe gar keinen Plan von Technik, aber das ist auf jeden Fall chillig, Bro. Ein ganz wildes Ding. Und damit werde ich wahrscheinlich die nächsten 10... Nachher illegale Sportwetten. Ich wollte gleich ein bisschen ich scheiße auf den Joke, ich krieg's nicht hin. Jahre auch ausgesorgt haben, was die Leistung angeht. Also irgendwie, also er hat mir erzählt, dass... Bam Elementelli, dankeschön für deinen Sub, Kuss. In diesem Benchmark-Programm war der PC einfach auf Platz 3 von allen möglichen Geräten, die damit getestet wurden, weltweit. Also ist schon ein ganz wildes Ding auf jeden Fall. Finde ich auch optisch sehr schön, sehr gelungen. Dann geht's hier unten weiter. Hier haben wir extra so eine für einen Kühlschrank einzubauen. Da natürlich wäre es natürlich deutlich geiler, wenn man Red Bull Partner wäre und einen geilen Red Bull Kühlschrank mit kühlen Energy Drinks hätte, anstatt Gamers Only und Wasser. Muss ich an der Stelle einfach mal sagen, wa? Habe ich einen Kühlschrank auf jeden Fall hier mit drin. Meistens ist hier einfach nur Wasser drin, damit ich gekühltes Wasser habe und mir dann einfach ein Gamers Leon 187 das. Digga, Bruder, danke für dein Zap, ja. Chillig, Bruder, chillig. Mein Lieblingsgeschmack Watermelon oder bei den Vitamin-Drinks den Lemon-Geschmack. Und jetzt kommen wir auch schon langsam zum Tisch, aber davor natürlich hier noch ganz wichtige Sache. Klimaanlage, Leute. Also ich glaube, da spreche ich für jeden Streamer und YouTuber. Ja. Ja gut, ich wohne im Keller, Digga. Ich habe hier immer perfektes Klima, wirklich. Also hier im Keller ist es so entspannt. Es ist immer einfach perfekt, Leute. Ich überlege die ganze Zeit, no joke, ob ich mein Setup einfach mal irgendwann umdrehe. Maybe mache ich das einfach mal die Tage. Vielleicht drehe ich einfach mal mein Setup komplett um, dass ihr den kompletten Raum sehen könnt. Da muss ich zwar ein bisschen aufräumen, aber das geht eigentlich. Es gibt nichts Wichtigeres, als in so einem Zimmer eine Klimaanlage zu haben. Ja. Ist der mit dir verwandt, Tich? Ja, Crimex kann das auch nicht so gut aussprechen. Wir haben viel miteinander rumgehangen, was soll ich sagen? Ein paar Mal gestreamt, ihr habt es ja mitbekommen, für die Leute, die in den Streams am Start waren, nach 2 bis 3 Stunden ist einfach die Kamera ausgegangen, weil es einfach zu heiß hier drin ist. Alex, danke schön für deinen Zap, Kuss. Durch diese ganzen Lichter und so wird das so warm hier, also auf jeden Fall eine Klimaanlage. Ganz, wichtig. Ganz wichtige Sache. Ja. Jetzt kommen wir natürlich auch hier schon zum Herzstück, würde ich mal fast behaupten, und zwar zu dem Schreibtisch. Also no joke, man denkt immer, es ist dumm, so viele Monitore zu haben. Ich brauche alle 4 Monitore bei mir und ich hätte auch gerne 6 Monitore. Ich hätte auch gerne 6, aber ich hätte auch gerne 6 Monitore, meine Freunde, bin ich ehrlich. Ich glaube, ich krieg jetzt nochmal neue, habe ich mir irgendwie sagen lassen, kommen glaube ich noch. Ich brauche noch ein neues Interface und Mischpult und sowas. Super geil, weil ein Monitor fürs Game, ein Monitor für OBS und Discord, ein Monitor für Twitch-Chat und Tippy-Stream, ein Monitor für Spotify und so weiter und so fort und ein Monitor, ja, also 4 Monitore, 3 sind okay, 4 sind das Minimum. No joke, ein Milchpult, genau, ja. Mal den Stuhl weg. Ja, was soll ich sagen? Insgesamt hier in diesem Zimmer clean, sind 15... Clean. 2 Mäuse auch, falls mal 2 Persönlichkeiten gerade spielen wollen, absolut entspannt. Monitore verbaut, 9 Bildschirme in der Bildschirmwand. Ich find's geil. Das Kabelmanagement von ihm ist wirklich gut gemacht. Das muss man ihm lassen. Also er hat hier sehr viel Augenmerk aus Kabelmanagement. Kleiner Schwanzjunge, mach das mal ordentlich, Dicker. Oder hinter... 2 Computer, ja, 1 Streaming-Rechner und 1 normaler Rechner, glaube ich, ne? Magdalena-Kabel. Und natürlich hier 6 Monitore an meinem Setup. Entspannt. Der ein oder andere von euch fragt jetzt vielleicht, iCramix, wofür brauchst du 6 Monitore? Erzähl's uns. Ich sag euch ganz ehrlich, man braucht es nicht, aber ja. Es ist natürlich...
3 sind's Minimum, aber 6 sieht symmetrischer aus, ne? Klar. Doch, einfach geil. So sah es bei mir bis auch vor kurzem aus, G-Time. Ja, Digga, Kevin, das kann man, also... Meine Kabel... Da kann man noch ein bisschen optimieren, aber das ist soweit in Ordnung. Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ey... Scheiße, Mann. Ich glaube, ich mache morgen, übermorgen, drehe ich einfach mal mein Setup um. Ich drehe einfach... Dieser Tisch hier, den ich hier habe... Tisch, Digga. Der wiegt... 400 Kilogramm, no joke. Also die Platte allein, 202 Platten plus Stahlgestell. Eieieiei, ei, ei, ei. Ja gut. Tobi ist extrem stark, Tobi ist extrem stark. Digga, vielen Dank, Money Boy Germany. Dankeschön, Bro. Mal komplett offen ist. Zum Beispiel Discord, meinen YouTube-Kanal, OBS, also Streaming-Programm, den Livestream an sich. Hier habe ich zum Beispiel auch meine Kameras offen um mein Haus rum. Da habe ich 8 Kameras. Habe ich jetzt hier gerade ausgeblendet. Ne? Also nicht, dass jemand Auge macht, aber... 11.000 Bits, Wahnsinn. Kann ich halt auch immer alles sehen, was... Knapp 150 Euro. Wahnsinn. Und natürlich einen Monitor noch zum Zocken. Hör auf, die Tastatur zu lecken, Akani. Dann haben wir hier, Leute, da muss ich auch nochmal wirklich sagen, dicker Kuss geht raus. Viel Liebe geht raus an Wohnsektion für diesen Tisch. Ah, Digga, Wohnsektion! Bro, mein Table ist doch auch von denen. Alpa und ich, Digga, Alpa, Wohnsektion, ohne Witz, Leute, no advertisement. Alpa ist so ein Ehrenbro, Digga. Alpa, Kuss auf dein Auge, checkt mal Wohnsektion aus, meine Freunde. Wirklich, folgt denen mal auf Instagram. Also, no joke, ich mach das jetzt hier nicht, weil ich irgendwie einen Deal mit denen habe oder sowas. Ich wusste gar nicht, dass der mit denen einen Deal hat. Aber checkt mal, Leute, die haben, no joke, die haben die wildesten Sachen. Die haben die wildesten Sachen, passt mal auf. Ich zeig's euch mal ganz kurz, auch wenn es euch nicht interessiert. Ich liebe deren Möbel. Ich liebe deren Möbel. Was ist das hier? Wieso ist mein Instagram auf Arabisch, Digga? Was ist das denn? Hier, die haben Space bei uns komplett oben gemacht. Alles hier sah es vorher so aus. Und jetzt, Leute, wenn es fertig ist, hier unten mein komplettes Ding haben sie fertig gemacht und so. Richtig, richtig geil. Mein Kleiderschrank ist auch jetzt richtig, richtig sexy. Sie haben wirklich, also die machen die kranksten Möbel, Digga. Wenn ich mir irgendwann ein Haus baue, no joke, Leute, ich werde komplett von denen mein Haus ausstatten lassen und habe auch für meine Wohnung und sowas alles regulär bezahlt. Alpha Ehrenmann hat mir natürlich einen kleinen Sonderpreis gegeben. Hier bin ich auch nochmal am Start, Digga. Das hier ist das neue Office hier, was gerade noch umgebaut ist. Das ist mein Raum von damals. Ihr seht das hier alles noch. 92 Likes hat es. Digga, wieso ist das auf Arabisch, mein Instagram? Ich weiß auch nicht. Ist das Arabisch? Ist das thailändisch, ne? Was ist das? Ist das Thai? Was ist das? Ist das thailändisch? Chat, was ist das? Thailändisch. Hindu? Thailändisch ist es, oder? Das ist doch Thai, das ist doch Thai, oder? Ist mein Instagram-Account auch da? Ist noch da, aber auch halt auf. Ja, ich bin jetzt thailändischer Influencer. Entspannt, Digga, entspannt. Persisch. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls, Leute, checkt auf jeden Fall mal Wohnsession ab. Folgt denen definitiv mal rein. Absolute Ehrenbrüder für geile Möbel. Kann man sich nur reingönnen. No joke. Das Ding ist, Wohnsektion hatte mir auch schon meinen letzten Gaming-Tisch, diesen Schreibtisch. Falls ja, ja. Wer hat da die Kontakte hergestellt? Sag's mir, jetzt, ne? Muss ich wirklich sagen, das komm, Ding ist, ich wollte eigentlich komm erst viel später in das Haus einziehen. Ich habe das Haus zwar schon im Juni gekauft, aber ich wollte erst, keine Ahnung, wahrscheinlich wäre ich jetzt nicht mal eingezogen. So. Das ist Schwitzerdütsch, Digga. Überfall und dann wollte ich natürlich sehr, sehr schnell weg aus der Nachvollziehbar. Und habe natürlich auch einen fetten Schreibtisch gebraucht. Und dieser Tisch, meine Freunde, ist eigentlich ein Esstisch. Der ist 2,40 Meter lang, eine geil Betonplatte. Und man hat ah, Beton ist so sexy. Diesen Tisch zu ich habe auch. Weil der einfach so viel liegt. Ich glaub, ist das Lied gerade bei dem? Das ist voll laut. Der liegt 300 Kilo oder so. Also man braucht wirklisch 4 kräftige Männer, um diesen Tisch überhaupt irgendwie bewegen zu können. Das ist. Ja, alles im Allen. Extrem chilliges Setup, Max. Wirklich. Gefällt mir sehr gut. Ich gönne es dir absolut, Bro. Hier ist ein Daumen nach oben. Wieso hat der 3000 Daumen nach unten? Ich weiß es nicht, Leute.